möchte euch nochmal herzlich begrüßen zum Sichtbarkeitstraining. Mir hat heute besonders gut gefallen an dem Seminar Sieh dich selbst, dass es dem Seminar auch seinem Namen gerecht wurde. Man lernt sich selbst kennen. Was fällt euch zum Thema Sichtbarkeit ein, damit ich so ein bisschen weiß, wo ich euch da abhole? Ich finde es sehr empfehlenswert, weil es nicht nur für Einsteiger ist, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, sondern auch für welche, die schon fortgeschritten sind oder auch schon die ersten Erfahrungen gemacht haben. Wer von euch hat so Ziele oder Ergebnisse im Kopf, wo er vielleicht mal sein möchte? Ich habe jetzt das zweite Mal den Ben hier erlebt, habe mit ihm das Fotoshooting auch schon gemacht. Und das ist jedes Mal wirklich so eine einfühlsame Atmosphäre, wo er wirklich ganz speziell auf die Stärke von mir persönlich eingeht, beziehungsweise von dem, mit dem er dann arbeitet. Hast du das bildlich für dich vor Augen? Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn du oder wenn ihr beide da drin seid? Was passiert denn da noch so in dem Haus? Wir haben mitgenommen, dass man auch gerade, weil wir es jetzt als Paar auch besucht haben, für uns selber noch mal reflektieren können, wo sind vielleicht Probleme, die wir mit uns selber haben und wo es vielleicht auch im Umgang miteinander uns leichter fallen würde, diese Probleme zu behandeln, da wir jetzt ja auch Techniken erlernt haben, wie wir damit umgehen können und das Ganze nochmal reflektieren zu können. Bei Max entscheide ich, da habe ich eine besonders gute Resonanz, das nehme ich. Oder vielleicht habe ich etwas gehört, was ich noch nie gehört habe und das nehme ich. So, wenn wir solche Bilder haben, wenn wir uns das visuell vorstellen, ja, das, wo wir mal sein wollen und wir ein Gefühl dazu bekommen, dann ist es relativ realistisch, dass wir da auch hinkommen. Dass man wirklich nochmal zu sich selbst findet, runterkommt und wieder diesen Fokus auf sich selbst in der Meditation auch finden kann. Ich finde es geil insofern, weil das bedeutet, dass du mit deinem bewussten Verstand das gar nicht steuern kannst. Mir hat gefallen, dass wir innerhalb der Gruppe, wo wir gearbeitet haben, sehr persönlich rangehen konnten, einzelne Themen ansprechen konnten, die jeder hatte. Und dass der Ben da wirklich so ein Gefühl hat, wie er mit den Menschen arbeitet. Deswegen ist für mich Sichtbarkeitstraining kein Seminar, sondern ein Training, was man immer wieder holt. Dranbleiben, weitermachen.